Wie geht's euch, Leute? Mein Name lautet Danny. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute gibt's mal ein sehr, sehr interessantes Thema, was viele von euch interessieren sollte. Und zwar, wieso kommt Call of Duty Ghosts bei den Leuten nicht so an? Beziehungsweise, es gibt natürlich Leute, die feiern es ab, aber es gibt natürlich auch Leute, die mögen es nicht. Und das ist der größte Teil. Wieso kommt das Spiel nicht so gut an, wie zum Beispiel jetzt, in dem Moment, Black Ops 2? Und nachdem ich das Live-Commentary, beziehungsweise das normale Commentary gemacht habe, können andere YouTuber, beziehungsweise ihr ein Antwortvideo drauf machen, wo ihr sagt, wieso ihr denkt, dass Call of Duty Ghosts nicht so gut ankommt. Ich werde es mir ansehen, ihr solltet es mir nur als private Nachricht schicken und dann bin ich mal gespannt, was da alles so zusammenkommt, wieso die Leute denken, dass Call of Duty Ghosts nicht so ankommt. Einfach in den Titel Re:DannyBurnage schreiben und dann weiß ich Bescheid. Also passt auf. Zum einen ist mir natürlich aufgefallen, dass irgendwie die neuesten Call of Duties immer gehatet werden. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber selbst das beste Call of Duty, was es jemals gab, und das war Call of Duty Modern Warfare 2, als es rausgekommen ist, wurde es extrem gehatet und natürlich, das war eine Ausnahme, da wurde es auch noch extrem abgefeiert, weil es wirklich was ganz Neues war. Aber viele Leute sind einfach zu Call of Duty 4 zurückgekehrt, weil sie das Spiel einfach nicht mochten. So, nehmen wir als Beispiel jetzt mal unsere heutige Zeit und zwar Black Ops 2 wird jetzt total abgefeiert und Call of Duty Ghosts wird sau gehatet. Die Frage ist nur, wieso wird's gehatet? Und wie gesagt, mir ist immer aufgefallen, dass die neuen Call of Duties immer gehatet werden. Und ich denke, dass einfach der Grund liegt einfach daran, dass die Leute dann immer zum alten Call of Duty zurückkehren, ist einfach, dass sie ganz genau wissen irgendwann, es geht noch schlimmer. Und dann schätzen sie wieder das, was sie mal hatten. Aber als Black Ops 2 rausgekommen ist, da schätzt man das einfach nicht und denkt, okay, das alte Call of Duty war ja trotzdem viel besser. Aber sobald ein neues Call of Duty rauskommt, was einem noch weniger gefällt, und das tut es meistens, weil das Spiel immer und immer mehr für Noobs gemacht wird, sobald das passiert, schätzen die das alte Call of Duty wieder und gehen wieder zu dem alten Call of Duty zurück und flamen das neue Call of Duty. Ich wette mit euch, die Entwickler wissen ganz genau, wie sie damit Geld verdienen und machen das nächste Call of Duty noch noobfreundlicher. Natürlich gibt es ein paar Sachen, die paar Wünsche, die von uns erfüllt werden. Im Großen und Ganzen ist es aber so, dass das Spiel für Noobs gemacht ist. Das ist einfach so, das ist eine Tatsache, denn die Welt dreht sich halt nur um Geld und die Spiele werden auch natürlich nur für Geld gemacht und das ist auch wirklich der Grund, wieso die Spiele immer noobfreundlicher werden. Nun ist es allerdings so, dass es, ja, immer ein neues Call of Duty immer jedes Jahr nur einmal rauskommt, was zwar nicht wenig ist, aber jetzt auch nicht viel. Das heißt also, wir müssen uns ein Jahr mit dem neuen Call of Duty zufrieden geben und wir werden uns auch dieses Jahr noch mit dem mit Call of Duty Ghosts zufrieden geben, ob man es will oder nicht. Es ist einfach so, wie es ist und ich werde jetzt auch wieder mehr Call of Duty Black Ops 2 spielen, denn jetzt kommt der Punkt, den ich eigentlich die ganze Zeit erwähnen will. Und zwar, das Ding einfach, wieso Call of Duty Ghosts mich nicht motiviert zu spielen, ist einfach, weil ich keinen Grund sehe, um es zu spielen. Und der eine macht sich wahrscheinlich jetzt Gedanken drüber, denn wenn man ein Spiel spielt, dann sucht man ja immer irgendwelche Gründe, wieso man das Spiel spielt. Man wird ja nach dem Spiel süchtig irgendwie. Wenn es richtig gut ist, wird man süchtig, weil man einen Grund sucht, um es zu spielen. Ich habe zum Beispiel auf meinem Let's Play-Kanal, Danny Jesten, der übrigens grandios läuft, also vielen, vielen Dank dafür, habe ich ein Let's Play gehabt, Heavy Rain, das war mein erstes Let's Play. Und der Grund, wieso ich das Let's Play wirklich durchgespielt habe, war einfach, ich wollte sehen, wie verdammt das Ende ist und wer der Origami-Killer ist. Ich wollte wissen, wie das Ende ist. Das war der Grund. Das war auch der Grund, wieso mich das Spiel süchtig gemacht hat. Bei Modern Warfare 2 war es so. Ich wollte das Spiel spielen, um alle Tarnungen freizuschalten. Verdammte Scheiße, ich wollte alle Tarnungen freischalten, weil die so geil aussahen. Und ja, dann wollte ich noch alle Prestiges schaffen und irgendwie, ich wollte wirklich alles schaffen, ohne Scheiß. Ich habe eine Sommerferien, ich habe das schon öfter erwähnt, eine ganze Sommerferien, also wirklich, ich glaube, es waren 3 Monate, nachdem ich süchtig nach dem Spiel war. Ich bin nach Hause gekommen, beziehungsweise morgens aufgestanden. Ich habe bis zum Abend gezockt, weil es mich so süchtig gemacht hat. Und mir fehlt es in Ghost, ja. Also, es ist quasi, man kann die Waffen freischalten, wie man will. Also wirklich, die Waffe, die ich haben will, kann ich mir sofort freischalten. Mit den ganzen Aufsätzen, Tarnung. Es ist einfach extrem langweilig, ich weiß nicht. Und das Ding ist einfach, natürlich gibt es da noch Tarnung. Aber für mich gibt es irgendwie keine neuen Innovationen im Spiel, die mich dazu bringen, irgendwie dieses Spiel zu spielen. Und das ist genau das, was die Entwickler falsch machen. Die machen gar nicht das Gameplay falsch. Das Gameplay ist gut. Man stirbt vielleicht, na gut, das auch nicht. Da will ich mich auch gar nicht beschweren. Man stirbt nicht zu schnell, gar nichts. Die Leute haben ein bisschen Angst natürlich, dass sie zu schnell sterben. Deswegen campen sie ein bisschen mehr.
Aber ich muss sagen, das Spiel ist wirklich gut. Aber wo verdammt ist der Grund, dass wir dieses Spiel spielen? Und das ist etwas, das muss man den Entwickler klar machen, meiner Meinung nach, dass man nicht genau weiß, was der Grund ist, um dieses Spiel zu spielen. Vor allem die Leute, die die alten Call of Duties gezockt haben, die macht das Spiel, keine Ahnung, die flame halt einfach das Spiel, ja? Das ist bei mir auch so. Ich persönlich muss mir selber Gründe schaffen. Das muss man dann auch allerdings tun, um das Spiel zu spielen. Zum Beispiel, ich habe jetzt eine neue Serie angefangen, Road to KIM. Und das sind die Gründe, die ich selber mir schaffe, um Spaß an diesem Spiel zu haben. Und das ist etwas, das kann eigentlich gar nicht sein. Und das ist wirklich falsch. Und wenn es da draußen Leute gibt, die Gründe finden, um dieses Spiel zu spielen, dann sagt es mir einfach. Ich persönlich sehe keine Gründe. Es motiviert mich einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich schon zu lange Call of Duty spiele. Und das ist genau das Problem. Ich spiele es ja trotzdem noch, weil ich mir meine eigenen Gründe selber machen kann. Aber es macht mich nicht süchtig. Deswegen habe ich mal nichts dagegen, es 2 Tage nicht zu spielen, es 1 Tag mal nicht zu spielen oder keine Ahnung. Einfach mal nicht zu spielen. Habe ich nichts dagegen. Ich spiele dann lieber andere Spiele wie The Impossible Game, was ich übrigens auch auf meinem Let's Play-Kanal mache. Und viele andere Spiele. Und ja, es gibt wirklich, es ist echt krass. Also man muss echt sagen, es ist echt scheiße, ja. Es ist wirklich scheiße, weil man muss 1 Jahr lang warten. Und das sind halt so Gründe, wieso Call of Duty Ghosts für mich kein Flop ist, aber auch kein Top. Und das ist sehr entscheidend. Es ist gar nichts einfach. Es ist noch schlimmer, als wenn es ein Flop wäre. Es ist einfach gar nichts. Es ist einfach da und viele Leute beschweren sich auch. Und ich werde das Spiel natürlich trotzdem weiterspielen, weil ich mir ja trotzdem meine Gründe selber gestalten kann, wieso ich es spiele. Aber dieser automatische Grund, der sofort da ist, der ist einfach nicht da, ja. Und vielleicht machen wir das den Entwicklern mal klar, auch klar, verbreite dieses Video, damit wir ein bisschen populärer werden hier in diesem Video und damit uns die Entwickler ein bisschen mehr ernst nehmen. Ich denke, das können wir auf jeden Fall schaffen mit unserer Größe, die wir hier haben als gesamte Community. Denn es muss sich auf jeden Fall was ändern. Sollen die so noobfreundlich machen, wie sie wollen? Sollen die ihr Geld damit verdienen? Haben sie mit Modern Warfare 2 auch getan, aber sollen die wenigstens etwas reinmachen und bitte nicht diese scheiß Waffen, dass man die sofort freischalten kann. Ich hasse es wirklich. Ich kann mir wirklich Honey Badger, meine Lieblingswaffe im ganzen Spiel, habe ich sofort seitdem ich auf Level 0 bin, habe ich sie schon. Ich weiß nicht, ich finde es einfach Bullshit, ernsthaft Bullshit. Wenn ich in Battlefield eine Waffe freischalte, ich freue mich aber extrem so, weil in Battlefield, gut, die Waffen sind alle extrem anders. Ich habe manchmal auch das Gefühl, die Waffen klingen alle gleich in Call of Duty Ghosts. Keine Ahnung, ob ich mich da irgendwie, ich weiß es selber nicht. auf jeden Fall in Battlefield, bam, Bombe, Alter. Wenn ich eine Waffe freischalte, ne, ich denke mir, alter Schwede. Gut, ich bin kein Battlefield-Spieler, das Spiel macht mich nicht so süchtig. Aber Battlefield macht es richtig, Alter. Die richtigen Battlefield-Fans, die suchten das Spiel auch, ja. Battlefield 4 wird gesuchtet. Call of Duty Ghosts wird natürlich mehr gespielt, weil es den Titel Call of Duty trägt. Call of Duty ist nochmal erfolgreicher als Battlefield. Das ist eine Tatsache, aber ihr wisst Bescheid. Call of Duty sollte sich wirklich ein Beispiel dann nehmen. Und das ist meine Meinung zu dem Ganzen. Sagt mir ruhig eure Meinung, würde mich sehr interessieren. Übrigens, ich habe eine neue Kamera, die hat mich extrem viel gekostet, war ziemlich teuer. Ach, hoffentlich fällt sie jetzt nicht runter. Ich glaube nicht, dass du mich nicht fallen lässt. Okay, und zwar ist das diese hier. Also wirklich ein Bomben-Ding. Also wirklich ein krasses Ding. Mit einem übelsten Objektiv habe ich mir jetzt noch eins gekauft, um halt für jede Situation die beste Qualität zu haben. Und ja, ist wirklich ein krasses Ding. Also ich kann auch hier Vlogs damit machen, indem ich das einfach umdrehe. Wer sich für Kameras interessiert, ein Link in der Beschreibung zu Amazon. Auf jeden Fall geil, ich bin echt glücklich. Also ich benutze sie halt oft für meinen Let's Play Kanal irgendwie. Für diesen Kanal sehe ich halt keinen Grund, weil ich hier nicht so viele Vlogs mache. Aber wirklich geiles Teil, muss ich ja wirklich sagen. Okay, ich pack das erstmal weg. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wenn es dir gefallen hat, klick einfach den Daumen nach oben da. Teile es mit deinen Freunden auf Facebook, um das Video ein bisschen populärer zu machen. Und vergesse nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um nie wieder etwas zu verpassen. Und ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen und sage nur noch 3, 2, 1, tschüss! Auto? Verpiss mich mal lieber hier, bevor mich das Auto angreift. Man weiß ja nie, verdaut niemals Autos. Ich will nicht wissen, wie meine Haare aussehen. Ist ja auch egal, hier geht es nicht um Aussehen. Okay, Leute, ich war dafür, dass wir uns ein bisschen mehr beeilen, denn, ich hab keinen Bock mehr hier draußen zu